Aber ich habe eine sehr spezielle Beziehung zu meinem Vater. Vor allem seit ein paar Jahren, seit er einen Hund hat. Der Flixter. Ne? Der französische Bulldogger, von dem habe ich auch schon erzählt auf der Bühne. Und der Flixter und mein Vater, die sind wirklich, die sind so. Also der Flixter ist für meinen Vater wie so der Sohn, den er nie gehabt hat. Und ich merke auch, dass er dem Flixter sehr viele Sachen verzeiht, die er mir nie wird verzeihen. So. Also zum Beispiel, bin ich einmal zu meinem Vater kurz nachgegessen, hat es mich bissen. Habe ich ganz kurz so gemacht. Also, und dann sagt mein Vater, hey, das macht man nicht. Wenn der Flixter sich dort erlebt hat, schau mal, wie beweglich er ist. Das ist sehr speziell, wirklich, sehr speziell. Und es klingt immer so, wenn ich auf der Bühne von meinem Vater erzähle, klingt es immer so, als würde er nicht gerne haben, das ist überhaupt nicht so. Ich muss an der Stelle sagen, ich liebe meinen Vater, finde ihn großartig. Ich finde so unseren Vater etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Weil die Beziehung zu Vater ist immer ein bisschen speziell. Zum Beispiel der Claudio Zuccolini, großer Komiker-Kollege, wunderbarer Typ. Der hat seinen Vater, läutet dem Zucco nach jeder einzelnen Vorstellung an. Und fragt ihn dann, wie geht's dir? Sind die Leute gekommen? Haben sie Freude gehabt? Hast du Freude gehabt? Wünschst du ganz eine gute Nacht? Mein Vater ruft mir an meinem Geburtstag an, sagt noch mal, weil er wissen, wie es dir so geht. Und ich sage, ja, da hat es einen speziellen Tag. Du hörst mal, bin mein Laptop.